Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Summ, die Schlacht um Mittelerde 2. Ja, ich hoffe, die letzten Folgen haben euch Spaß gemacht und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß bei meinen anderen Projekten, vor allem mit Stark und alles. Und ja, wir starten direkt in die vielleicht dritte Mission vom Ende und ich müde mich hier kurz rein. Drachen der dürren Heide sind uralte Wesen, deren Hass auf die Zwerge auch nach tausenden von Jahren ungebrochen ist. Nun schmeicheln ihnen Saurons Feldherren, um ihren Hass vor dem heraufziehenden Krieg aufs Neue zu entfachen. Wir müssen uns gut mit den Drachen stellen und alle Ansiedlungen der Zwerge dem Erdboden gleich machen. Alles klar. Unsere Mission ist, die Zwerge zu vernichten. Ihr wisst, was zu tun ist. Und warum bin ich so nah rangezoomt? Ah ja, ich kann ja nicht rauszoomen. Aufgrund dessen, dass ich den Mod nicht nehmen kann. Endlich Kampftrolle. Was ist denn das? Ach toll, jetzt ist meine Festung nicht auf Max. Macht euch kampfbereit! Unsere Festung ist fertig! Mit Verrätern machen wir kurzen Prozess. Ihr werdet nicht gefaulet! Boah, ist ja gut so. Also, wir müssen uns mit den Drachen gut stellen und die Zwerge vernichten. Ich weiß gar nicht mehr, wie. Okay, wenn das jetzt doch noch so viele Missionen sind, das weiß ich echt nicht. Dann weiß ich das echt nicht. Ich habe jetzt damit gerechnet, dass das nicht ganz so viele sind. Das Gebäude ist fertig. Erfüllt die Pläne des Meisters. Ja, super. Das erste Gebäude ist hier schon mal fertig. So, wir bauen den hier erstmal schön weiter. Weil es echt, ja, eigentlich sehr gut ist, da weiterzumachen. Sonst ziehen wir alle von denen dahin und mit unseren Helden erkunden wir da mal ein bisschen. Die Zwerge fangen die Drachen, solange sie jung sind. Aber die Drachen sind sehr mächtig. Wenn wir sie befreien, ziehen sie an unserer Seite gegen die Zwerge in die Das ist nur Trollbeherrsch, naja. Habe ich schon ungezähnte Verbündete? Dann lasse ich die Waage erstmal stehen. Dann renne ich immer runter und erkunde ein bisschen die Karte, um das Bonusziel auch vielleicht noch zu erreichen. Und mit denen baue ich hier dann mal weiter. Schön hier dann in die Ecke. Und der baut es denn. Hier in die Ecke. Schön, wo Platz ist, bauen. Hier liegen noch schöne Drachenskelette, das finde ich immer sehr ästhetisch, wenn man so ein bisschen auf die Story auch ein bisschen eingeht. Ich finde es schade, dass sie keine Nazgûl sind, die fliegen können. Haltet euer Werkzeug bereit. Weil das werde ich noch krasser. Ihr wisst, was zu tun ist. Noch ein Gebäude fertig gezählt. Boah, Alter, das ist ja eine riesen Festung, ey. Schrecklich. Das heißt, ich muss mich da ein bisschen noch krass aufbauen. Da habe ich mich wohl ein bisschen verschätzt. Baut! Macht euch wieder an die Arbeit! Hadrian-Palast kann ich leider doch noch immer noch nicht bauen. Ganz ehrlich, das meiste brauche ich hiervon gar nicht. Also mal da in den nächsten bauen. Wer ist denn
Von wo kam denn der Schuss? Alter. Es hat wirklich so. Diese Frechheit wird wirklich nicht ungesund blieben. Ungesühnt bleiben. Erstmal so ein schönes Schlachthaus hier platt machen. Dann will ich erstmal hier einen Turm hinbauen. Und unseren Helden gehen wir dann mal weiter, ne? Wir wollen auf jeden Fall sehr viele Pläne noch holen uns. Die ganzen Minenschächte auch noch zerstören, aber erstmal müssen wir auch ein bisschen die Karte erkunden. Es gibt so viele Wagen hier, ich werde die jetzt einfach hier vernichten, weil es echt keinen Sinn hat. Ah, jetzt kann ich die auch bauen, wunderbar. Nix Gutes. Nur lame. Macht euch wieder an die Arbeit. Kann ich da noch sagen? Ihr seid fertig. Ihr wisst, was zu tun ist. Ihre Frechheit wird nicht ungesühnt bleiben. Dann holen wir uns das mal. Macht, was euch befohlen wird. Was, ein Kampfturm kostet 700, dabei ist der so schwach. Alles klar. Oh. Das war wieder richtig intelligent gemacht. Von mir. Dann erstmal schön die da einbauen. Ja, bald sind die bald alle Level 8 und an sich ist das egal bei denen. Oh, Belagerungswerke sind jetzt fertig. Das ist. Auf der einen Weise ziemlich nice. Oh mein Gott. Ja. Mein Schlachthaus ist wieder kaputt. Oder? Oh nein. Könnte sogar noch überleben. Ja, natürlich fällt der Nazgul, wenn meine Leute einfach stehen bleiben. Ja, ziemlich intelligent da. So zu spielen. Bauen. Hier gibt es immer Arbeit. Ihr wisst, was zu tun ist. Hoch mit euch, ihr Faulsäcke. Boah, einfach mehr Katapulte. Das ist Alice. Das Auge beobachtet uns. So. Bringt mir ihre Anführer. Zögert nicht. Beobachtet uns. Oh, da sehe ich sehr viele Goldsachen. Das ist ziemlich solide. Bogenschützen! Meidet die Drachen. Wir dürfen sie nicht verärgern. Nun, meine Diener. Worauf wartet ihr noch? Trollkäfig wurde vergrößert, sehr nice. Sie sind unglaublich. Sie wollen unser Schiff zerstören. Jede Hoffnung. Noch ein Gebäude fertiggestellt. Ich dachte, wir sind fertig. Das Lager an. Ihr werdet nicht gefangen. Also wir dürfen die Drachen nicht verärgern. Ihre Herzen sind schwach. Wir haben einen Drachen geweckt. Arbeitet an eurer Einstellung. Wir haben den Wagen des Baumeisters gebrannt, Schatz. Ich hasse die Zwerge. Die nerven so sehr.
wird ein bisschen nervtönend, wenn das schon weitergeht. Macht, was euch befohlen wird! Die Bannerträger sind hier! Macht dich nützlich! Mit Verrätern machen wir kurzen Prozess. Die großen Belagerungswerke erweitert. So. Schützt den Baumeister! Achtung, Bogenschützen! Hierher! Natürlich jetzt nochmal mit denen die Waage da, weil die irgendwie doch im Weg sind. Da muss ich doch alles upgraden. Zeigt ihnen, dass wir hier sind. Vernichtet sie. Das Gebäude ist fertig. Mach dich nützlich. Das dauert eine Zeit lang. Schnell, wir brauchen Rohstoffe. Hoch mit euch, ihr Feinde. Schnell, I don't give a damn. Ich weiß nicht, soll ich erst das hier befeuern oder erst die Seiten? Ja, erst das in der Mitte. Bringt mir ihre Anführer. Und erwerft ihr Land. Haltet euer Werkzeug bereit. Baut! So, damit hätten wir das erstmal befreit. Ah, mein nächstes Katapult ist ready. Noch ein Gebäude fertiggestellt. Das Katapult hat wie gerufen. Ist da draußen irgendwas? Ja, da muss gleich noch ein Turm hin. Und dieser Baumeister geht erstmal nach hier. Denn. Und die gehen einfach nur dahin. Warum brennst du dich immer noch? Ich check das echt nicht. Wenn wir das Tor einreißen, kämpfen die Drachen mächtige für uns. Verbündete. Löscht diese elenden Zwerge aus. Wir greifen an! Optimier meine kleinen Drachen. Natürlich schön Stufe 5 Einheiten. Dort vernichte ich da mal alles, was ich nicht brauche. Sehr solide. Hier gibt es immer Arbeit. Ich weiß. Alter, ist das krass. Die nerven übelst. Wir sonst noch bauen. Ihr wisst, was zu tun ist. Ich weiß. Sie greifen uns an.
Bleibt wachsam! Bogenschützen! Feuer frei! Da fliegt er! Schiebt ihr überhaupt? Das neue Gebäude ist fertig! Macht sie fertig! Worauf wartet ihr noch? Aus dem Weg! Spitzt sie mit Pfeilen! Der Feind ergreift an! Aufwärmen! Oh. Da ist da einer! Zerstört es! Aufpassen! Feuer frei! Schießt weiter! Super. Tut mir leid, ich habe jetzt extrem lang geschwiegen. Das tut mir ein bisschen leid, weil ich mich übelst konzentriert habe. Ey, das Schlachthaus wurde schon wieder entfernt hier. Diese Assis. Zwerge gehen mir echt auf die Nerven. Bogenschützen! Zerstört diesen Ort! Worauf wartet ihr noch? Bewegt euch! Hierher! Bogenschützen! Alle mir nach! So. Spannt eure Bögen! Pfeile bereit machen! Der Feind greift uns an! Wieder getroffen! Wir sind schon alle! So, erstmal hier alles vernichten. Bewegt euch! So, erstmal hier wieder ein bisschen dann was aufbauen. Entspannt. Prozess. Oh, vernichten wir erstmal hier das Lager. Hier sind noch mehr Drachen. Und dann gehen wir Stück für Stück halt darauf ein, dass wir halt die Drachen befreien wollen. Ich würde am liebsten ja schon ein bisschen mehr freischalten, aber das geht ja gar nicht. Also, nee, geht aber nicht. Das ist leider traurig, aber passiert. Der Turm ist ja auch fast weg, ne? Insane nervtönt. Bald sind die auf dem schönen Level. Noch ein Gebäude fertiggestellt. Bleib wachsam. So, mein Freundchen, du gehst jetzt erstmal auf das Gebäude da. Jetzt werde ich mit dem Handy angeschrieben. Ja, mal schauen, wie lange das dauert. Es tut mir leid, dass ich da wirklich ein bisschen schweige. Ich habe mich echt konzentriert in der letzten Zeit. Wie gesagt, ich empfinde die Zwerge immer noch als stärkste Gegner. Auch wenn ich hier auf Normal spiele, ist das schon eine Hausnummer, finde ich. Hier ist nicht zufälligerweise wieder ein neues Dings rausgekommen, ne? Nein. Natürlich ist da jetzt noch so ein Ding. Bist du ernsthaft so nah rangegangen, du Stück Dreck? Ich bin der Bote Mordors. Wir haben auf euch gewartet, Bogenschützen. Noch ein Angriff! Ihr habt nicht gefallen! Ihr wisst, was zu tun ist! Nein, ihr möchtet einfach stehen bleiben. Ja, kein Problem. Ach Gott, nervt mich sowas immer. Erfüllt die Pläne des Meisters.
Geh doch auf diesen Turm. Der stört. Wir müssen uns weiter unten erkunden. So. Ja, erstmal die ganzen Angriffstürme zerstören. Nee. Wir wollen hier erstmal alles auflockern. Dann steigt halt nicht ab und kriegt doppelt so viel Schaden. Ey, ich check das manchmal echt nicht. Ja klar, wenn ihr so spielt. So, erstmal die ganzen Leute da vernichten. So. Die sollen dann schön weitermachen. Oder ich guck mal, was wir. Oh. Ja, dann warte ich hier unten, bis ich da ein bisschen mehr habe, weil ich jetzt brauche echt mal ein paar starke Zauber. Wenn das nicht funktioniert, dass mit diesen gehen alles easy. Ich habe so gut wie alle Minenschächte fast schon zerstört. Aber ja, wie viele befreit alle Drachen? So, dann rennen wir erstmal in die Gegend, die wir kennen. Alter, die Asis, ey. Haltet euer Werkzeug bereit. Das ist kein Wimmeltreff von Feinden. So, dann gucken wir uns hier erstmal weiter um. Hier sind denn Waage. Gibt's denn hier noch mehr Dinger, Drachen? Ah, da sind noch welche. Ein bisschen besser ausgestattet hier schon mal. Sonst, ne? Da oben gibt es halt sonst nicht viel. Dann gucken wir hier nochmal ein bisschen. Ah, hier kommen die ganzen Katapulte her. Ich verstehe bei meinen Katapulten nie, warum die so nah rangehen bei den Katapulten. Check ich nicht. So. So, dann gehen wir dem Typen mal hier mit ein bisschen auf die Nerven, hoffentlich. Ach, das geht noch gar nicht. Hm. Ich würde nämlich den hier gerne mitten in die Mitte da rufen. Er wagt es, mir zu trotzen.
Einfach nur ein bisschen Chaos zu stiften. Könnte ich natürlich hier genauso machen. Ich glaube, das hier wird sogar am schwersten anzugreifen, wenn man sehr viel bombardieren müsste. Aber ich finde schon krass, dass ich halt jedes Mal meine Gebäude hier zerstören. Diese Assis. Nur noch 3 Katapulte. Ihre Frechheit wird nicht ungesühnt bleiben. Sie greifen an! Bringt mir Ihre Anführer. Ja, ein bisschen tanken die jetzt einfach mal. Oder sogar noch ein Katapult. Habt ihr das gesehen? Ihre Herzen sind schwach. So, ihr geht jetzt wieder weg. Und schilder mal ein bisschen. Der Feind, er greift an! So, wo ist meine Dings? Ah, darf ich immer noch nicht bauen. Ach, das war eine Festung. Oh, da sind nochmal. Ey, wie viele Dinger sind da? Löscht sie aus. Der Feind greift uns an! Zerschmettert jede Hoffnung. Den Nazgul besiegt! Weiter! Bewegt euch! Sie haben meinen Nazgul besiegt. Ihre Frechheit wird nicht ungesühnt bleiben. Alter, die Trefferdings ist echt ganz schlimm. Ich spüre ihre Schwäche. Mit Verrätern machen wir kurzen Prozess. Weiter! Laden, los! Zeigen wir es ihnen! Das Katapult kommt wie gerufen. Also, nächsten Nazgul, den ich brauche. Worauf wartet ihr noch? Dann schicken wir mal den halbtoten Kampftroll los. Macht euch bereit! Los! Hoch, macht euch bereit! Laden! Spannt eure Bögen! Worauf wartet ihr noch? Seid ihr bereit? Spannt eure Bögen! Haltet euer Werkzeug bereit! Oh. Des Meisters. Haltet euer Werkzeug bereit. Macht dich nützlich. Zurück an die Arbeit. So, dann gehen wir mal weiter nach hier unten. Ihr wisst, was zu tun ist.
Zerschmettert jede Hoffnung. Das Katapult kommt wie gerufen. Das neue Gebäude ist fertig. Sie greifen uns an! Sie sind unwürdig. Hey, habt ihr das gesehen? Schiebt! Schiebt! Das Katapult kommt wie gerufen. Zeigt ihnen, dass wir hier... So, jetzt bin ich wieder da. Aber... ja... tut mir ein bisschen leid wegen der Sache, ich wurde gerade unterbrochen von meiner Familie. Die stört mich manchmal, aber es ist alles okay. Ist ja auch nichts Schlimmes. Auch wenn es manchmal extrem stört, wenn man sagt, nein, jetzt nicht, und die machen es trotzdem. So, aber, Familie halt, ne? Zerstören wir mal die letzte, eine der letzten Festungen, weil ich echt keine Lust drauf habe. Zerstört ihre Gebäude! Wir müssen die Drachen befreien, bevor es zu spät ist. Feuer frei! So, dann gehen jetzt... Ah. Helden, ja, nee. Lasst euch ruhig zeigen, ne? Keine Sorge. Dann schicke ich den mal hier zurück. Und guck mal nach den weiteren Katapulten. Boah, Alter, sind die lowlife. Ich habe gar nicht mehr so viel Zeit, merke ich gerade wieder. Ist das das letzte? Anscheinend. Zerstört jedes Dorf. Ja, bang ein bisschen rum. Dann sollte das hier die letzte Festung sein, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Nervt halt. Einfach nur nervt halt. Ich habe jetzt Lust, dass Saurons Mund auf 10 kommt. Weil seine Fähigkeit auf Level 10 schon guten Schaden macht. So, jetzt habe ich auf jeden Fall erstmal schon deren ganze Katapult-Maschinerie zerstört. Weswegen ich schon froh bin, weil die echt nervt. So, erstmal hier wieder. Zerstört jedes Dorf. Der muss ich auf jeden Fall ein bisschen full heilen jetzt. Ich habe leider keinen Heilspell, der das ein bisschen angenehmer machen wird. Aber. Nee. Also hier habe ich keine Katapulte gesehen, jedenfalls nicht so viele. Dann nutze ich mal meine Spells. So, dann gehen wir auch mal volle Kanne rein. Auch mit meinen Helden jetzt erstmal hier schön rein.
mit der ganzen Armee auch hinterher. Achtung, Bogenschützen! Der Feind ergreift an! Bewegt euch! Kämpft weiter! So. Ihre Truppen sind natürlich alle auf 5, das erklärt so einiges, was den Schaden angeht. Dass sie über die Türme auflassen, so richtig schön. Ja, aber ich möchte erstmal die ganzen Türme zerstören. Da muss alles zerstört werden. Ja, alle Minenschächte wurden zerstört. Das ist sehr solide. Jetzt befreien wir die Drachen hier mal. Wo ist denn der Drachenfürst? Ich habe da ein, zwei Drachen verloren. Echt? Wo ist er denn? Vernichtet diese Verräter! Was gibt's denn da sonst noch so Schönes hier? Menschen aus Tal bewachen den Pfad zum Hoch des Drachenfürsten. Bringt die Drachen her. Mit Verrätern machen wir kurzen Prozess. Da sind sie. Nun, meine Diener. Die verkrampfen uns! Wo sind meine restlichen Armeen? Oh, das war's schon. No! Nazgul ist tot. Können die überhaupt mehr aufsteigen? Ja. So. Dann stellen wir die kurz mal dahin und beenden gleich die Folge, indem wir einfach alles vernichten. So, zieht euch mal zurück. Ich brauche euch wirklich echt nicht mehr. Oh, hab ich viel. Guck mal, ich kann Lava ausschütten. Katapulterweiterung. Gehen wir mal hier hin. Wo arbeiten wir die Festung? Also warum ich hier jetzt die Katapultbeweiterung mache, normalerweise würde ich sehr viel auf Nahkampf setzen und weniger auf Katapulte. Einfach nur deswegen, weil die Feinde eh nicht rankommen. Moskul kämpft für uns. Hier nochmal eine Taverne. Ne? Das ist sehr, sehr nett. Erfüllt die Pläne des Meisters. So, Menschen aus Tal. Dann holen wir hier mal den Wächter. Hier drüben sind sie auch!
mit dieser neuen Kavallerie. Machen wir kurzen Prozess. So. Wir können nicht noch mehr Soldaten führen. Ah, eine neue Horde aus. Ich bin der Bote Mordor. Wir werden angegriffen. Zeigt ihnen, dass wir hier sind. Also, gibt's sonst noch irgendwas, was ich wissen müsste? Alter, machen die wenig. Also auf Level 5 sind die extrem stark. Und ich level hier gar nicht mehr. Das heißt, bevor ich jetzt alles verliere, hole ich mir erstmal sehr wichtige Sachen, wie zum Beispiel Schürfen. Sauron der Große hat mich geschickt, mit euch zu verhandeln. Das lange Schweigen. Saurons Herrschaft über Mittelerde rückt näher. Nice. Ja, nette Mission. Nicht allzu schwer, aber die Zwerge waren nervt und. Saurons Mund hetzt den Drachenfürsten auf die Zwerge, um sie aus dem Erebor zu vertreiben und ihren König zu stürzen. Als Lohn erhält der Drachenfürst die Hallen der Zwerge. Die Stunde ist gekommen, in der die Drachen auf Saurons Seite kämpfen. Ja, sehr solide. Nee. Wenn man die Jungen angreift, nee, dann werden die Eltern sauer. Auf jeden Fall eine sehr nette Runde, muss ich einfach sagen. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie ich. Wie gesagt, die Zwerge waren nervtötend. Auf schwer hätte ich das, glaube ich, nicht geschafft. Solche Mission nicht mal. Also doch, glaub schon. Die Mission hätte ich doch schon auf schwer noch geschafft, aber es ist halt nervtötend. Also ich meine, die kommen mit. Ich kämpfe mit der nicht mal mit allen Einheiten gegen Stufe 5 Einheiten, die ausgerüstet sind. Ist halt einfach etwas schwerer, so die Mission zu beenden. Aber ja, wir haben es trotzdem geschafft. Und. Die nächste Mission wird der Erebor sein, also es wird auf jeden Fall doch noch ein paar Missionen geben, als ich dachte in diesem Spiel. Die böse Kampagne ist also eindeutig länger als die gute. Aber ja, ja, ich kann nur hoffen, ihr hattet Spaß dabei. Ich kann nur hoffen, ihr werdet diese Video, wenn ihr dabei Spaß hattet, eine positive Bewertung geben. Wenn nicht, dann eine negative geht auch, klar. Schreibt doch einen netten Kommentar, falls ihr irgendwas, Anmerkungen oder sonst was habt. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt und oder alle meine Projekte mitverfolgen wollt und mich kostenlos unterstützen wollt, abonniert doch einfach diesen Kanal. Das würde mich sehr freuen. Und man sieht sich dann in der nächsten Folge oder bei einem meiner anderen Projekte. Und bis dahin, ciao, ciao und haut rein.